Liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und wir stehen bei 2595 Punkte. Also mit dem Team geht es mittlerweile echt voran. Bloß die heutigen zwei Sets, da habe ich zweimal 2 zu 3 kassiert leider. War immer ganz knapp. War auch zum Teil so ärgerlich. Und meistens liegt es an einer Mewtwo-Führung, wenn ich verliere. Weil Mewtwo in der Führung ist halt ätzend für das Team, ne? Genau wie Groudon, aber da versuche ich was Doppel-Nahkampf zu machen immer. Und dann auf Mewtwo raus. Weil hier ködern zum Glück selten die Gegner. Genau, das ist gut. So. Doppel-Nahkampf. Okay, ersten Attack Schilde, perfekt. Und den hat er durchgelassen, perfekt. Ich gehe Mewtwo. Und da überlebe ich die Abgrundsklinge. Ja. Und hier kriege ich zumindest den Psychostoß drauf. Alright. Soweit, so gut. Und hier dürfte ich den Eisenschädel noch wegstecken. Hoffe ich. Wenn es nach Plan läuft. Boah. Ja. Och komm, ich hätte drücken müssen. Ich hätte einfach drücken sollen. Ja, dass die Feuer-Odem dann so krass reinhitten, ist mies. Ja, deswegen haben wir den ersten Kampf jetzt verloren. Ich hätte den Nahkampf drücken müssen. Naja, geht zumindest auf Draco, das ist gut. Ja, den Kampf haben wir verloren. Es sei denn, er den jetzt schildert. Ah, wir hätten den Kampf so gut gewinnen können. Oh, Server vielleicht? Server, 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 Server. Oh, wir haben echt wirklich Server. Dann fahr mich runter. Okay. Sehr, sehr seltsam, aber nehmen wir. Wir hätten den Kampf verloren. Wir hätten den Kampf ganz klar verloren. Jetzt setze ich aber zweimal hintereinander Knöscher ein. Ja, es braucht mehr Zeit. Nicht, falls er doch noch jetzt loslegt. Aber okay. Also, der Server hat mir seit langem nicht mehr so gut geholfen. Das war der erste Kampf und den hätten wir eigentlich verlieren müssen. Ja, ich hätte den Nahkampf gebraucht. Metagross wäre auch noch so ein Problem gewesen. Weil ein Knirscher überlebt Metagross, dann hätte das Metagross-Erdbeben gehabt. Und hätte mein Zekrom auf jeden Fall vernichtet. Okay, okay. Die Führung mag ich eher. Die Führung mag ich. Oh, er geht um Mewtwo. Ich hasse es, wenn sie um Mewtwo gehen. Ist immer hier so ein Köderspiel jetzt. Bitte geh nicht auf die los, geh auf Ball. Oh. Ja, ich gehe auf Spukball. Dann ködere ich hier nicht.
Ja, leider macht das richtig. Ich lasse durch, jetzt kommt ein Spuckballwetten. Ja, natürlich kommt jetzt ein Spuckball. Ich hasse es. Oder gehe ich in Zekrom? Ich hasse es, wenn die Gegner in Mewtwo wechseln. Ich hasse es einfach. Ja, ich hätte vielleicht mit Xerneas erst drin bleiben sollen und Sachen machen sollen. Ja, Mewtwo ist zwar jetzt weg, jetzt kann ich rübergehen. Und ein Groudon. Ja, okay, Groudon wäre am Ende trotzdem schwierig geworden. Ich gehe hier auf Munkewald. Werde den ersten wahrscheinlich mal nicht schön. Ich habe ja eh verloren. Ja, er geht leider auf Abgrundslinge. Gehe jetzt auf Nahkampf. Leider habe ich den Kampf verloren. Ja, brauche nicht mal mehr Schilden. Ich bin abgesenkt. Ich habe zu wenig Leben. Jaja kann mich leider, leider runterfarmen. Und ja, Zekrom hat keine Chance mehr gegen Jaja. Ich hasse es, wenn sie auf Mewtwo wechseln, weil die dann zwei Psychoklingen meistens mehr haben als meins. Und dann ist es einfach nur noch ein Köderspiel. Es hätte sein können, dass der erste gleich ein Spukball ist. Ja. Und ich habe versucht, nicht zu ködern und leider, leider hat er geschildert. Korrekt. Okay. Hoffentlich kein Mewtwo in der Backline. Lass mich hier Energie holen. Okay, ja, bleibt drin. Das ist gut. Mag's, wenn die Dialga drin bleiben. Und dann kann ich hier immer Nahkampf drücken. Ein Schild ist perfekt. Aber wir können auch gleich schilden. Okay. Okay. Dann geh ich rüber. Du brauchst Draco. Du brauchst einen Draco. Genau, und den schilde ich natürlich. Ja, Dialga ist aus dem Spiel. Ja, hier überlebe ich eine Breitseite. Noch gerade so. Oder auch nicht. Schade. Hätte ja sein können. Schade, ich dachte, ich krieg noch die Attacke raus. Ja, Breitseite braucht mich nicht zu kümmern. Ich gehe jetzt hier sogar nur auf Nahkampf. Wobei, war das so klug? Ich weiß noch nicht. Ah, reicht trotzdem. Da geh mal rüber. Okay. Okay, okay, okay. Ja, Shit kommt raus. Abgrundslinge, perfekt. Ja, er hat abgefangen. Leider hat er abgefangen. Er hat auch zu gut abgefangen. Shit hat er noch, ne? Ja, die Abgrundsklinge überlebe ich nicht mehr. Oh, den Kampf verlieren wir auch, oder? Ist das die nächste Abgrundsklinge? Boah, das wäre mies. Das wäre mies.
Ja, ist die nächste. Ich hasse Groudon. Ich hasse Groudon. Ach, Mist. Ja, das Abfangen war's, ne? Der Gegner hat im passenden Moment abgefangen. Und das war das Problem. Hat der Gegner gut gespielt. Konnte ich leider nichts machen. Okay, hoffentlich machen wir es jetzt besser. Ja, hier will ich eine Mundgewalt drauf bringen. Spukball ist vielleicht egal. Spukball ist hier an der Stelle egal. Vielleicht kriegen wir hier ein Schild. Maybe. Ja, gehen wir rüber. Schild ist gezogen. Hier werde ich nichts schilden. Naja, er hätte noch eine Unheilböe knapp hingekriegt. Das habe ich schon mal ausprobiert vor kurzem. Und leider kann ich die Jäger jetzt runterfahren, das ist doch nicht schlimm. Aber wir gehen diesmal gleich rein. Und drücken den Nahkampf. Schädig, 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 ich schäde. Man weiß nie, wofür man noch Zern jetzt brauchen könnte. Über. Ja, genau. Okay, hat komischerweise nochmal ausgeholt. Egal. Ich werde in jedem Falle hier schäden. Du kannst ruhig ködern, das ist mir egal. Hat er aber nicht, okay. Dann setzen wir jetzt ein. Und ich hoffe, er braucht noch einen, weil Ladeattackenleistung gewinnen wir. Abgrundsklinge wäre jetzt mies. Ja, ist leider die nächste. Und wir verlieren es. Wir verlieren es durch Feuerodem wieder. Ja. Oder? Oh, so knapp. Ich hätte auf Mondgeweiht gehen müssen. In dem Fall hätte ich diesmal auf Mondgeweiht einfach gleich gehen müssen. Ja. Ich habe gehofft, dass ich den zweiten Nahkampf noch erreiche. Habe ich eigentlich auch erreicht, aber ja, Feuer-Odem overpowered. Auch gegen Fee. Ist einfach so. Ja, der heutige Tag ist nicht gut. Mal sehen, ob wir es hier besser machen. Xerneas gegen Xerneas. Er hat einen 100er scheinbar. Oder Best Buddy ist aktiv. Eins von beiden auf jeden Fall. Ja, nochmal ausgeholt. Das ist mir aber egal. Ich hält meins nochmal auf. So. Mundgeweiht überlebe ich hier. Ja, ich gehe dann in mein eigenes Zekrom. Oh, das tat weh. Leider komme ich nicht zum nächsten. Oh.
Und ich hoffe, das ist nur der Knirscher, bitte kein Wutanfall. Ja, das ist gut. Problem ist, mein Team ist schon fast weg, ne? Ah ja, kommt mit der Fee rein. Ich glaube, dann wird eine Kyogre hinten sein, oder? Yep. Ne, ich muss schön. Nahkampf, okay, ja, in Ordnung. Nein, das ist ein Mewtwo drin. Ja, das wird noch eklig. Schild war klar. Muss aber hier rein. Ohne Mundgewalt. Oh, ich hoffe, er schafft nicht noch einen Psychostoß. Oh, das wird jetzt eklig. Muss sofort einsetzen. Oh, im Gleichstand. Nein. Dann wäre ich auf Nahkampf gegangen. Da wäre ich auf Nahkampf gegangen. So, erstes Set ist definitiv Mist, weil er kommt zur nächsten Psychostoß auf jeden Fall noch. Er hätte ja gar nicht einsetzen brauchen. Ach, Mist. Dann wäre ich auf. Na, wenn ich Nahkampf gedrückt hätte. Ja, dann hätte ich es aber auch nicht gewinnen können, weil dann wären die Feenattacken gekommen. Ich hätte immer noch nicht die Elektroattacke gehabt. Okay, erstes Set war vollkommen daneben. Schade. Schade um die ganzen Punkte. Ich war schon über 2,6, aber ja. Irgendwie klappt es heute überhaupt nicht. Aber man hat manchmal solche Tage. Manchmal klappt das Team, manchmal nicht. Das Mewtwo hinten war noch fies. Ich hatte kein Schild mehr, ne? Ja, rauswechseln wäre es auch nicht gewesen, weil Mewtwo gewinnt die Ladeattacken-Gleichstände. Das wäre das Problem gewesen. Hätte ich Mondgewalt geschafft, dann hätte es eine Chance gegeben, quasi Xerneas zu vernichten. Naja, wir gucken jetzt in dem Set. Hoffen, dass es besser wird. Dann gehen wir raus. Okay. Ich wollte eigentlich gerade rausgehen, weil es zu lange dauert, aber okay. Pokémon Go 93 Go. Ist unser Gegner. Giratina ist auch immer schwierig auszuspielen, finde ich. Weil im Mewtwo kann ich dann nicht gehen. Wenn ich ins Zekrom gehe, kommt Dialga. Und ich werde nicht schön. Ich spiele das hier aus. Weil er muss gleich nochmal einsetzen. Deswegen schilde ich auch einmal. Und vielleicht will er auf null Schilde gehen. Habe ich nichts gegen. Dann ist vielleicht für Mewtwo freie Bahn. Nahkampf mache ich noch. Problem ist, mit Nahkampf hätte ich auch nicht ködern können, weil sonst wäre ich jetzt schon weg gewesen. Aber wir gehen hier rein. Und werden auch nicht schön. Ich lege jetzt alles auf Mewtwo und hoffe, dass hinten kein Iwetal ist. Und Heilbö müsste ich auch noch überleben.
Okay, Spukball, schade. Okay, ich habe ihn leider zu geschenkt, schade. Aber ich glaube, ich werde hier schon stehen. Es könnte theoretisch Doppelfee hier sein. Ach, er hat schon die nächste. Ach, ich hasse Sturmstoß. Ja, ich glaube, das verlieren wir leider. Okay, habe ich heute kein Glück. Was kommt rein? Noch eine Fee? Ja. Er braucht nur auf Nahkampf gehen, das ist das Problem. Er braucht nur noch auf Nahkampf. Ja, und leider kann ich dieses eklige Giratina runterfahren. Ach, hätte ich das gewusst, wäre ich gleich ins Sekrom gegangen. Weil da hätte ich auf jeden Fall die Elektroattacke geschafft. Wäre dann in Mewtwo reingegangen und hätte richtig lustig mit Mewtwo rumspielen können. Energiemäßig natürlich. Ja, das ärgert mich gerade vollkommen. Naja. Mal gucken, wieder Giratina, selbe Team? Fragezeichen. Ja, ich gehe trotzdem nicht raus, weil das Problem ist, wenn Dialga hinten ist. Es muss nicht dasselbe Team sein. Ich habe eine Idee. Diesmal schön mal. Diesmal ködern war. Oh, das muss jetzt schön. Und ich gehe jetzt raus in Bruder Sacrum. Wenn er nicht schön natürlich. Okay, diesmal ist es ein Stardevoir. Das ist aber nicht schlimm. Das ist gar nicht so schlimm. Boah, könnte das mit Mewtwo runterfahren sein? Ich probiere es. Einen Schlagbohrer kann ich immer durchlassen. Ja, leider den nächsten kann ich nicht durchlassen. So. Dann gehen wir direkt auf Spuckball. Giratina ist weg, sehr schön. Demeteros. Ja. Ja. Und einen mache ich noch. Und rüber. Kraftkoloss dürfte drüben eigentlich noch nicht reichen. Okay, da kriegst du hier noch den Nahkampf. Und der sollte reichen. Er sollte eigentlich reichen. Ja. Okay, das haben wir jetzt gut hingekriegt, den Kampf. Einfach drauf gegambelt, dass kein Dialga hinten ist.
Es hätte nämlich auch Giratina, Dialga und Togekiss sein können. Wobei mir da Togekiss besser gefallen hätte als Dialga. Na gut, dass wir gerade den Spuckball gelandet haben. Da war das Giratina weg. Konnte uns nicht mehr nerven. So, wieder meine Dialga-Führung. Mal hoffen, ob wir es diesmal schaffen. Okay, das sollte diesmal besser klappen. Das sollte diesmal sehr, sehr viel besser klappen. Jetzt einsetzen. Kyogre ist weg. Das ist schön. Hier kriegt der Herr noch einen Knirscher ab. Und vielleicht hat der Gegner noch hinten Ho-Oh. Ja, Senkung, ja, egal. Und gehen wir hier rein. Ein Eisenschädel überleben wir. Gleich einsetzen. Ja. Und er hat perfekt abgefangen, was mich gerade richtig nervt. Oh, dadurch hat er einen Eschern gekriegt. Weil ich jetzt zu spät rüberkam. Ah, es wird noch richtig lustig hier. Ah, er schildert schon, das ist gut. Ich schütte hier jetzt alles. Ja, bitte keine Senkung. Natürlich kriege ich die Senkung. Ah, das ist mir egal. Leider, leider hat der Herr den Nahkampf abgefangen. Und leider, leider muss ich jetzt schilden. So, dann fangen wir hier ab. Sturzflug, ja. Ich weiß nicht, wie viel Energie die hier gab. Deswegen setzen wir jetzt ein. Und hoffen, dass Ho-Oh nicht zur Attacke kommt. Ja, das Problem ist, 2 Einäscher und ich bin weg. Aber es reicht. Perfekt. Uhuhuhu. Das war knapp. Ja, Mewtwo hinten war noch so wichtig. Puh. Puh, puh, puh. Ja, war im Nachhinein doch nicht so einfach. Ja, bei Dialga muss ich zügig einsetzen. Weil der war wahrscheinlich kurz vorm nächsten Eisenschädel. Der hätte mich rausgenommen. So, next fight. Ich hasse Mewtwo-Führungen. Aber hier stecke ich immer einen Psychostoß ein. Weil die setzen eh immer im Gleichstand ein. Beziehungsweise, wenn ich genau Mondgeweiht habe. Das heißt, jetzt kommt die Munkgewalt. Ich hoffe, dass er schildert. Ein Schild würde uns in eine gute Lage bringen. Leider nicht, aber ist auch nicht schlecht. Weil ich schilde das jetzt hier. Falls es Spukball ist. Ja, er ködert. I. Okay, aber hier muss man mal mit rechnen, dass ein Fokusstoß geflogen kommt, ne? Ich hoffe, er schildert.
Perfekto. Einen Schädel überlebe ich noch. Einen Schädel sollte ich gerade noch überleben. Ja. Wir schön nicht. Oh, ich hoffe, er hat hinten Kyogre. Ah, geht doch drauf. Lass mich zum Nahkampf kommen. Bitte vor dir. Ja, sehr schön. Und ich werde gleich nochmal rauswechseln. Okay. Dann gehe ich rüber. Das ist der Eisenschädel. Okay, er wird Xerneas nicht sehen. Das ist 100 pro der Eisenschädel, den ich abfange. Ah, okay, ich verstehe. Oh, war das der Gleichstand? Wenn ja, sehr gut. Jupp. Mit Senkung, sehr schön. Kreuzdonner. Okay. Ja, ich muss hier runterfahren. Gehe hier auf Doppelnahkampf. Ich weiß gar nicht, wie viel Mewtwo noch hat. Mewtwo müsste auch in Nahkampf-Range sein, oder? Mewtwo? Ja, ich hoffe, das reicht. Mewtwo hält jetzt bekanntlich nicht so viel aus. Bitte reiche. Oh, perfekt. Perfekt. Ja, eine Sofortattacke hätten wir vielleicht noch rauskriegen können. Wenn das jetzt nicht gereicht hätte. Aber das war gut. Das war ganz gut von uns gespielt. Puh, Zekrom nach hinten. Ja, gut, dass ich in mein eigenes noch rausgegangen bin. Dass der Knirscher noch gehittet hat. Schild musste ich aufbewahren für Xerneas dann. Das war sehr, sehr wichtig. Okay, hier haben wir wieder ein Dialga. Ja, dieses Set sieht bisher besser aus. So, er hat auch gleich den Eisenschädel. Den müsste er ja jetzt auch eigentlich schon jetzt haben. Ah, ich mag es nicht, die Schilden. Ja, nochmal im Gleichstand. Eisenschädel kommt. Und wenn er den jetzt nicht schilden sollte, dann wechsle ich in Mewtwo. Diesmal. Er schildert aber, okay. Dann muss ich jetzt gleich einsetzen. Genau in dem perfekten Augenblick. Und das war wichtig, dass ich den Gleichstand gewinne. Puh, da hat sein Mewtwo nichts gemacht. So, für mich sieht's gut aus. Ich habe ein Schild übrig. Ich habe Xerneas. Womit gehst du rein? Ich habe Spukball. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Mal, ich lasse Mewtwo einfach drauf gehen. Du wirst wahrscheinlich eher auf Unheilböe gehen. Deswegen schild ich nicht. Du willst den Boost. Okay, du gehst auf Spukball. Gefällt mir aber sogar besser. Ich gehe hier rein. Ja, ich muss schilden. Hier muss ich schilden. Eins und zwei. Oh, er hat noch einen. Oh, ich habe seine Energie nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Verdammt. Ja, jetzt habe ich es hergeschenkt. Jetzt habe ich es hergeschenkt. Ja, jetzt braucht Giratina gleich eine Unheilböe. Ach, komm schon. Wobei, Unheilböe reicht noch nicht, oder? Ja, doch, gleich. Wird sie sofort attacken. Ja, deswegen habe ich es verloren. Deswegen habe ich es verloren. Ich hasse mich dafür selbst, ne? Ich hasse dafür mich gerade selbst. Oh. Und er kriegt den Boost. Er kriegt dann noch ernsthaft den Boost. Niantic hasst mich. Niantic hasst mich. Aber positiv immerhin. Aber das wäre normalerweise 4 zu 1 gewesen. Ich hätte den Nahkampf einfach drücken sollen. Ich hatte da jetzt bei den Feuer-Odem nicht mehr die Energie auf dem Schirm. Dachte, jo, ich schaffe noch die Mondgewalt. Dann. Also jetzt nicht gegen die Alga, sondern gegen Giratina. Deswegen wollte ich zweimal Energie holen. Damit ich nochmal. Also mit Giratina quasi nochmal einsetzen muss. Aber ja, ärgerlich. Aber für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao. Ah ja, ich bin übrigens an eine Route dran. Vielleicht gehe ich die frei. Mal gucken.